Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in St. Thomas in Kilburg in der Eifel, wo ich in den Herbstferien Exerzitien begleite, dort steht vor dem Tagungshaus, vor dem Exerzitienhaus dieser Brunnen. Lassen Sie ein paar Augenblicke dieses auf sich wirken. Die Hände, die empfangen, die Hände, die überschließen und weiterschenken. Dazu ist mir ein Gebet eingefallen, das auf Romano Guardini zurückgeht. Mein Herr und mein Gott, immerzu empfange ich mich aus deiner Hand. Das ist meine Heimat und mein tiefstes Glück. Immerzu ruht dein Blick auf mir, schauen deine Augen mich freundlich an. Lass mich in der Stille deiner Gegenwart das Geheimnis verstehen lernen, dass ich bin. Und dass ich bin von dir und vor dir und für dich. Amen.